So, jetzt kommt, wie geht es dein Liebling Steinbock? Ja, nachher ist Wassermann und zuletzt Fische. Was ist bei dieser Liebling da los? So, was ist mit diesem Steinbock los, Liebling? Die Serenade, Glück. Also, der ist glücklich, ja, die Serenade. Er singt sogar für dich auf dem Balkon. Die letzte Karte, schau mal. Intelligenz, klug Mensch, wenn das Ende noch nicht das Ende bedeutet, welche eine Freude. Ja? Ist noch nicht zu Ende mit diesem Liebling. Ja? Der singt sogar eine Serenade für dich, ist glücklich. Ja? Was gibt es noch bei diesem Mensch? Ja? Was ist noch los bei diesem Steinbock? Was ist noch bei ihm los? Ist er Heilung? Hat er Verletzung der Vergangenheit? Ist er glücklich? Oder hat er ein Problem? Was ist denn los bei diesem Steinbock? Was ist los hier? Zwei Karten bitte. Was ist los? Ja. Wow, sich verlieben, Glück. Und Vertrauen ist ein Heilungs-, doch Heilungsphase, ja? Und schau mal, was diese Stein. Schau mal, diese Volllust ist ein Problem bei ihm, ja? Wenn eine Frau läuft, dann muss er schauen, ja? Er hat nie genug. Das ist ein bisschen Schattenthema bei diesem Mensch, ja? Wollust. In Sache Liebe, ja, was gibt's noch hier? Zwei Karten, bitte. Zwei Karten. Ja, Wüste. Momentan ist ein bisschen blockiert, ja. Nichts läuft mit diesem Liebling. Ja. Er ist schon ein bisschen wie blockiert, ja. Aber warum ist Wüste hier? Wegen Vertrauen. Wüste, warum ist Wüste? Ja. Ja, schau mal. Die Treue, Hingabe, Loyalität, Freundschaft. Ja. Warum ist Wüste? Er ist noch nicht bereit. Weil ein Heilungsprozess ist, Vertrauen sich einzulassen, obwohl du machst ihn glücklich, ja. Aber dieser Mensch braucht Zeit, verstehst du? Er braucht einfach Zeit, deswegen macht er nicht den nächsten Schritt. Verstehst du, was ich meine? Ja, er läuft davon. Ja, in diesem Thema ist er unehrlich zu dir, ja? Und möchte, dass es nicht vorwärts geht. Verstehst du? Und Grand Consolation, ja, großer Trost. Du tröstest ihn in gewisser Situation. Sein Problem ist hier, Problem ist Verlust, ja? Und es geht nicht vorwärts, Wüste. Ja? Er läuft regelrecht davon, von noch mehr ernst zu werden. Obwohl er ist glücklich, wenn er bei dir ist. Sich verlieben, ja, wird er. Aber dieser Heilungsprozess
hindert ihn momentan. Deswegen geht er zurück. Ja? Das möchte ich hier wissen. Hier, noch eine Karte. Noch eine Tarotkarte. Ja? In Sache Liebe, was bei diesem Mensch los ist. Noch eine Karte, bitte. Lieblingssteinbock. Eine Tarotkarte, bitte. Nein, warte, ist mir gerutscht. Also ich habe kleine Hände. Warte mal, ich muss richtig machen. So, jetzt. So, eine Tarotkarte. Steinbock, Liebling, was ist da los in Sachen Liebe? Was ist bei ihm los? Steinbock, Steinbock, Steinbock. Ja, danke. Ja, schau mal. Steinbock, Handel. Handschütze. Ja. Geschwindigkeit, übereilte Entscheidung, Flugreisen, Nachrichten, Liebesbrief, Impulsivität, große Hoffnung. Das hat er, ja, mit dir. Aber alles wird langsam passieren, verstehst du? Ja, wird langsam, Charisma wird langsam passieren. Ja, das ist nicht von heute auf morgen, ihr heiratet, verstehst du? Und das geht's, ja? Ein nächster Schritt, ja, nächster Level. Es braucht Zeit. Und dieser Mensch muss sich so an sich arbeiten, ja? Wegen das da, schau mal, Wollustproblem, ja? Warte mal, ich muss schnell, einen Moment bitte. Ich muss schnell schauen. Ui. Wollust, dann besser. Das Buch, ich brauche das Buch. Jetzt habe ich das Buch. Schau mal, Wollust 71. Ja, schau mal. Heißt, dass wir einen anderen benutzen, um sexuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Je mehr wir das aber tun, umso unbefriedigter bleiben wir. Indem wir andere zum Objekt machen, tun wir dasselbe auch mit uns und können dadurch weniger empfangen. Siehst du? Vorlust entfernt uns von der Verbundenheit, der große Quelle sexueller Zufriedenheit. Ja? Wollust ist eine Abwehr, die Gefühle von Bedürftigkeit oder Schmerz verbirgt. Durch Vollust kompensieren wir den Schmerz, aber wie jeder Verteidigungsmechanismus fordert auch sie einen Angriff heraus, sodass der verborgene Schmerz schließlich zutage tritt. Niemand will zu einem Objekt gemacht und benutzt werden, und so werden andere sich schließlich dagegen auflehnen. Wollust kann uns immer mehr von unseren inneren Gefühlen und anderen Menschen abschneiden. Das wird zu einem Problem, wenn es um das fortwährende Genießen von Sex und seinem Balsam als Brücke der Liebe geht, die zum Aufbau der Beziehung mit unserem Partner beitragen soll. Interpretation der Karte. Diese Karte sagt dir, dass du wahre Liebe und wahren Sex durch Wollust unwissentlich von dir gestoßen hast. Wie bei Fantasievorstellungen ist an einem bestimmten Punkt jeder auch in der Vollust gefangen. Allmählich lernst du ihre begrenzte Sichtweise, die einen immer stärkeren sexuellen Reiz benötigt, um sie zu erregen, während sich die in zunehmendem Maße in ein gefühlloses Objekt verwandelt. Der Schlüssel besteht darin, Sex zu genießen, ihn aber als Mittel zu verwenden, dich mit einem anderen in Liebe zu verbinden. Durch seine hohe Stufe der Intimität ist Sex dort an
erfüllendsten, wo dein Herz und deine Sexualität miteinander verbunden und nicht durch gebrochenen Herzen getrennt sind. Ja, das ist die Bedeutung dieser Karte. Okay, voll Lust. So, jetzt zurück. Deswegen, ja, ist es so zurückhaltend. Und das ist wirklich diese Volllust, das ist ein Schattenthema bei ihm. Ja, was ist jetzt bei ihm auf Seelenebene? Bei diesem Steinbock, ne? Wir sind bei Steinbock. Auf Seelenebene, was ist bei ihm los? Lösung, Frieden und Klarheit, das möchte er erlangen in seiner inneren, ja, Seelenebene. Noch eine Wahrnehmung, ja, das ist wie eine gestörte Wahrnehmung, oder nimmt das schon wahr, ja, seine Schattenthemen, seine Situation. Er möchte Evolution in der Sache, ja, er möchte Harmonie, Glück, 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 Erfüllung, letzte Karte, ja, aber ja, es braucht seine Zeit, niemand ist perfekt, verstehst du, ja, das erkennt er auch, das erkennt er auch, wahnsinnig, ja, mit dem Steinbock, aber jetzt für dich, wo zuguckt, ja, wie ist die Situation? Und dann mache ich noch eine Liebeskarte für dich, wo zuguckt. Ja, was ist für dich für eine Botschaft noch? Nachher kommt Wassermann. Liebling Wassermann. Was ist noch bei dir? Ja? Eine Botschaft, ja? Eine Antwort von der Engels. Glaube daran, ja, also, was ich hier merke, es hat Potenzial, ihr zwei, ja, glaube aber daran, ja, suche nach einem Zeichen, noch eine Karte, positiv bleiben, okay, und das wird sich fügen, ja, das wird sich alles fügen mit dem Steinbock, ja, ist noch eine Karte, eine Liebeskarte, wo zuguckt, ja, die sind schwierig zu mischen. Oh, Vertrauen. Zweimal Vertrauen. Also glaube daran und Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Okay? Das ist eine Botschaft an dich. Und dann schau mal die letzte Karte mit dem Steinbock. Ja? Überfüllen. Eine große Liebschaft. Lass sie hier rein. Das werde. Ja? Es auch an Reife fehlt. Ja? Alles Gute. Jetzt kommt Wassermann.